Ich möchte ein OneNote-Notizbuch kopieren oder als Reserve irgendwo speichern oder vielleicht auch irgendwohin exportieren. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich starte hier lokal das OneNote. Es öffnet sich das letzte OneNote. Hier habe ich verschiedene Notizbücher. Das klicke ich hier mal mit dieser Nadel weg. Dann sehe ich besser, was ich hier habe. Ich habe hier mir ein Werkzeug zurechtgelegt, um Vorstandssitzungen zu leiten. Hier ist der Abschnitt oder das Register Vorstandssitzung, Traktantenvorschläge, Ideen und Newsletter-Ideen. Und hier rechts gäbe es die Möglichkeit, weitere Seiten hinzuzufügen. Das habe ich jetzt nicht einmal genutzt. Also das hier will ich einmal als Vorlage irgendwohin sichern. Ich gehe zu Datei, exportieren. Und jetzt muss ich mich entscheiden, will ich denn jetzt eine Seite exportieren, einen ganzen Abschnitt oder das ganze Notizbuch? Ich will ja das ganze Notizbuch irgendwo sichern, also Notizbuch. Und hier will ich das nicht als Webseite irgendwo speichern, auch kein PDF erstellen, sondern das Ganze als Paket speichern und exportieren. Und jetzt kann ich bestimmen, wo soll denn das hingespeichert werden. Ich gehe hier bei mir auf OneDrive und ich sage mal, das ist das Vorstandstool, das ist meine Vorlage. Und Sie sehen, es gibt ein OnePKG. Das ist eine Paketdatei. Speichern. Was habe ich nun gemacht? Ich gehe mal nachsehen. Hier im Windows Explorer sehe ich, aha, das ist nun meine Paketdatei. Wenn ich hier wieder doppelklicke, dann wird das entpackt und ich kann sagen, wie heißt das nun? Ich sage doch mal, das ist der Vorstand Spitex. Und hier kann ich wählen, wo das denn gespeichert sein soll. Ich gehe auf Durchsuchen und bestimme nun, und es macht ja Sinn, weil ich mit anderen zusammenarbeiten will, wenn das auf OneDrive gespeichert wird. Ich sage hier nochmals OneDrive und auswählen. Erstellen. Natürlich, das ist wieder dasselbe. Aber wenn ich jetzt im Windows Explorer wieder nachsehe, dann hat es hier jetzt einen Ordner gegeben, Vorstand Spitex, und hier drin ist das ganze Notizbuch. Man kann es hier öffnen und jeder Abschnitt hat hier eine einzelne Datei. Ja, ich habe ja hier diese Abschnitte. Und wenn dieses Notizbuch, ich sehe hier, das ist jetzt Vorstand Spitex, wenn das wirklich zur Zusammenarbeit freigegeben werden soll, dann muss ich dafür sorgen, dass es auch tatsächlich online gespeichert ist. Ich gehe hier nochmals auf Datei und ich sehe hier alle meine Notizbücher und die neuesten kommen immer zu unterst. Ich sehe hier Vorstand Spitex, das wurde im Web oder im Netzwerk gar noch nicht freigegeben. Ich klicke hier drauf und kann nun hier sagen, in welchem OneDrive das freigegeben werden soll. Ich sage hier OneDrive Sluts und wo soll es denn hingehen? Ich tippe auf Notizbücher und gebe diesem Notizbuch noch online einen Namen. Und Achtung, es wird verschoben. Es wird nun tatsächlich online verschoben. Ich kann natürlich dann genau gleich weiterarbeiten. Nun steht hier, das Notizbuch wird mit dem neuen Speicherort synchronisiert. Jawohl. Und wenn ich hier zurückgehe, sieht das genau gleich aus und es ist online verfügbar. Und wenn ich hier nun auf Datei gehe, zuunterst wieder zu Spitex, dann sehe ich, ach ja, das ist jetzt auf dem SharePoint gespeichert und ich könnte hier weitere Personen einladen, das Notizbuch anzeigen oder dann eben online. Ich bin hier bei Office 365, OneNote, ich sehe hier Vorstand Spitex und hier dieser violette Schnauz heißt, das sei eben erstellt worden, Vorstand Spitex. Ich bin jetzt online unterwegs, ist genau dasselbe wieder. Ich sehe zwar, es hat ein bisschen wenig Platz, aber unter Ansicht kann ich auch diese linken Spalten hier ausblenden. Dann kann ich ganz normal daran arbeiten und es ist immer synchronisiert. Das war's.